Willkommen zurück bei Resident Evil Shadow of Rose und ich glaube die letzte Folge. Wir haben vorhin Miranda schon lachen hören. So gehe ich mal davon aus, dass Miranda da unten ist. Aua. Die Höhle durchsuchen. Haben hier diese Kopien von mir gemacht? Hey, da ist eine Brutpresse. Dinge scheint am Pennen zu sein. Ich tu mal einmal speichern. Ich wollte gerade sagen, ich tu mal einmal schlafen. Ich muss aber gleich mal was essen. Jemand. Der Megamyzid nimmt die Erinnerung allen Lebens in seiner Umgebung in sich auf, wobei die Welt in seinem Inneren bestimmte Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Er scheint mir sinnvoll, schriftlich festzuhalten, was sich mir nach und nach erschließt. Erstens, die Erinnerungen, aus denen die Welt besteht, sind nicht immer ebenbildig der Realität. Das haben wir schon festgestellt. Zweitens, nur jene, die sich zu ihren Lebzeiten an den Megamyziden anpassten, behalten ihr Bewusstsein auch in dieser Welt. Anpassten. Ethan hat sich also nicht angepasst, weil er ja als flatteriges etwas durch die Gegend geflogen ist. Das deckt sich mit meinem Verständnis von Megamyziden, welche ich vor meinem Tod aus seiner Vision erlangte. So ist es. Mein Tod, mein physisches Ich gibt es nicht mehr. Es wurde von Megamyziden aufgenommen. Und doch bin ich fern der Verzweiflung, den dieses Schicksal hat mir faszinierende Einblicke gewährt. All die Jahre der Mühe, sie waren nicht umsonst. Die Erinnerung, das Bewusstsein, das Verständnis und Wissen, das ich in meinem Leben gesammelt habe, wurde in den Megamyziden transferiert und fungieren hier in dieser Welt als Energiequelle. Wenn ich diese Energie nutzbar machen kann, bin ich wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken und Erinnerungen anderer zu manipulieren. Natürlich ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Die gewalttätige Anzahl der hier versammelten Gedächtnisse und Erinnerungen machen die Suche nach einer einzelnen Person zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Einzelnen Personen. Wen sucht sie denn, Rose? Rose? Ihre Erinnerungen sind hier, ja, aber sie sind in alle Richtungen verstreut. Wahrscheinlich brauche ich eine Art Gefäß, eine Hülle, in der sie halten kann. Selbstverständlich kenne ich die perfekte Hülle bereits. Die einzige wahre Kandidatin, die mir auf meiner jahrelangen Suche begegnet ist. Rosemary Winters. Okay. War hier. Ich habe mit den Möglichkeiten der Manipulation und der Wiederbelebung der im Megamyzeten gespeicherten Bewusstseinsinstanzen experimentiert. Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Bewusstsein konserviert und gespeichert. Aber nach einer gewissen Zeit zerstreut es sich und verwässert. Es breitet sich dünn im ganzen Megamyzeten aus, vermischt sich mit dem Bewusstsein und, die Erinnerung anderer. Ein auf diese Weise diffundierendes Individuum zu extrahieren und neu zusammenzufügen, hat sich als überaus aufwendig herausgestellt. Ich habe voraussichtsweise damit experimentiert, auf Basis des Bewusstseins verschiedener Personen eine neue Identität erschaffen. Ah, das sind also die neuen Roses. Die hat einfach irgendeinen Cocktail zusammengemischt und hat eine neue Rose gemacht. Die Ergebnisse waren faszinierend. Ich sammelte Fragmente, verwob die Fäden neu und es gelang mir, ein Individuum neu in dieser Welt zu gebären. Ein Erfolg ohne Frage, doch obwohl er mit seinem ungewöhnlichen Körperbau jemanden gleicht, den ich einst kannte, wohnt ihm doch eine vollkommene physische Inne. Ganz zu schweigen davon, dass ihm ein Teil seines Gesichts fehlt. Könnte auch Heisenberg sein. Schlussfolgerungen, Erinnerungen können manipuliert und Personen erschaffen werden, aber solche Kreationen sind fehlerhaft und instabil. Auf diese Weise kann meine eigene geeignete Hülle erschafft werden. Kann keine geeignete Hülle. Von wem ist das alles? Warum habe ich das Gefühl, dass entweder Heisenberg oder
Ich hätte vorgehabt, mir Rosemary Winter zu duplizieren, in der Hoffnung, dass es eine perfekte Kopie als Hülle geeignet wäre. Doch die Ereignisse waren alle andere als gut. Es scheint, als würde etwas den Ablauf stören, mich daran hindern, eine geeignete Kopie zu erstellen. Stattdessen gedankt mir die Kreation von etwas, das im Wesentlichen eine lebendige Puppe ist. Sie ähnelt dem echten Individuum, besitzt aber keinerlei Kräfte. Als Hülle ist diese erbärmliche Geschöpf nicht geeignet. Sie hat Rose dupliziert, aber mit einer Hülle ohne Kräfte. Ich werde weitersuchen, die Störquelle herausfindig machen. Folgende Theorien sind mir dazu eingefallen. Erstens die Tatsache, dass Rose noch am Leben ist. Zweitens eine andere Akteur in dieser Welt. Drittens ein Fehler in meiner Produktionsmethode. Keins davon scheint als Grund besonders wahrscheinlich und ebenso wenig wäre einfach zu lösende Probleme. Wahrscheinlich wäre die Aussicht am besten, wenn ich Rose irgendwie in diese Welt holen könnte. Alles wäre so einfach, wenn sie sich selbst als Hülle anbot. Zusätzliche Beobachtung. Weitere Experimente mit den Rose-Kopien, so werde ich diese Geschöpfe fortan nennen, haben mich zu einer zusätzlichen Deckung geführt. Mir tut die Schulter weh. Wenn Rose Kopien Situationen ausgesetzt werden, die extreme Furcht in ihnen auslöst, gibt es bei ihnen schwache Anzeichen solcher Kräfte, wie Rose sie besitzt. Das sollte weiter untersucht werden. Ich denke, dass meine erste Kreation, der maskierte Duke, genau der richtige ist, eine solche Belastungstest durchzuführen. Also ist der Duke eigentlich gar nicht böse, aber sie hat ihn böse gemacht in diesem mutamyziten Gehirn. Los nicht. Ich wurde die ganze Zeit über beobachtet. Ach, was habe ich noch? Anscheinend ein Eindringen sich in meiner Welt einnisten konnte, während ich mit meinen Experimenten mit Bewusstseinsinstanzen beschäftigt war. Dieser Eindringling war niemand anderes als diese Missgeburt Evelyn, die offenbar ihre eigenen erbärmlichen Ansichten verfolgte und durch die nun mal Plan etwas in Verzug geraten ist. Also schreibt das jetzt Mutter Miranda? Weil das hört sich eher an wie Heisenberg. Ich gehe jetzt mal aus, dass das Mutter Miranda ist. Okay. Hätte Evelyn sich nicht eingemischt, wäre Rosemary Winter am Rande der Verzweiflung gewesen, jegliche Lebenswillen und ihre Mühe-Mizid-Kräfte beraubt. Stattdessen brennt sie nun vor einer neuerlichen Leidenschaft, die zu ersticken meine Aufgabe ist. Okay, also sie hat versucht, so viele Kongs von Rose. Von Rose zu erschaffen, um die Kräfte von Rose zu bekommen. Aber die Kräfte von Rose wollte doch Heisenberg haben. Entweder schreibt das Heisenberg oder Mutter Miranda. Weil Mutter Miranda wollte Rose als Kind haben, nicht als Kraft. Ach, das ist so verwirrend. Aber ich gehe jetzt einfach mal von meiner Theorie aus, dass es Mutter Miranda ist. Aber wir werden ja gleich sehen. Du hast wieder dieses Gefühl. Es ist so stark. Das muss der Kristall sein. Fast geschafft. Michael. Das war aber vorher nicht da. Gab's das vorher? Nicht mehr weit. Ich hab ein ganzer Hut im Kopf. Auf Kopf. Alter. War das hier vorher schon mal? Tiefschwarzer Gott, der du in uns lebst und in dem wir leben, erschaffe für uns eine neue Welt, in deinen Willen. Deine finsternde Bewusstsein reicht uns eine zweite Chance. Gütige Dargebot und freudig empfangen. Du trinkst das Blut des verlorenen Schäfleins, das auf deine verdunkelten Welt herabfällt. Nicht um der Zerstörungswillen, sondern des Erhalten, um das erneute Leben zu sehen. Fuck, das ist echt krank. Das Kind, was da liegt, sieht aus wie Rose. Ja, das sind die Kristalle. Die Kristalle, die haben wir aufgesammelt. Das ist die Kristallhöhle. Diesmal ist es der echte. Ich fühle es. Kristalliner Kristall, genau, das war das.
Nein, ihre Kräfte haben sich verstärkt. Da gehen die weg. Es funktioniert. Oh mein Gott. Fühlt sich so normal an. Oh, die wollte dann mit dem Kristall die Kräfte von ihr absorbieren. Oh nein. Rose, wie lange habe ich auf dich gewartet? Wer sind Sie? Mein Name ist Miranda. Was? Du warst so mächtig geworden. Zu mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also musste ich dich in diese Welt locken, in der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Nein, aber Kay sagte doch... Hat er? Oder habe ich? Dieser Kay war ein Trugbild. Sehr überzeugend, findest du nicht? Nein, das... Und nun werde zur Hölle für meine Eva! Ich sagte, die wollte die ganze Zeit nur ihre Tochter. Rose, lauf! Eva, du Wurm! Hier, nimmt also sogar er Gestalt an. Er kann dich nicht retten! Niemand kann. Rose! Oh shit. Rose, schnell! Du kannst nicht fliehen! Nicht vor mir! Was hat der gar nicht? Und laut! Warte! Bist das wirklich du? Ja, aber jetzt musst du erstmal weg! Lauf! Ha, der Vater ist so geil! Das haben sie gut gemacht! Verkompliziert. Hauptsache, du warst sicher. Tut mir leid, dass ich weg war. Ich musste einen Ausgang finden. Und das habe ich. Gleich davor. Rose! Von meiner Familie fern! Rose, na los! Du kannst nicht vor mir fliehen, Rose! Ethan, hartnäckig wie immer! Dad! Rose, verschwinde! Lebe ein normales Leben! Finde Freunde! Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen. Aber... Rose, geh schon! Ich lass dich nicht allein! Ich weiß. Ich weiß. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Nicht schon wieder so. Bitte geh! Ethan, du aufsässige Ratte! Ich mach das. Verschwinde! Ja! Keine Sorge, Dad. Ich mach das! Glaubst du wirklich, deine Kräfte könnten hier in meiner Welt gegen mich bestehen? Dumme kleine Böhre! So
sicher sogar. Das alles ist bald vorbei. Autsch, also. Du wagst es. Ja, ich wage es so ein. Wenn du überlebst, was würde das nützen? Du kannst deinen Vater nicht retten. Ihr lebt in verschiedenen Welten. Oh, Scheiße. Wo ist sie denn jetzt? Warum unnötig leid? Da kommen wir her, Vater, für die Frau. Dann lass mal deine Kräfte sehen. Aua. Ich kann ja verstehen, dass du deine Tochter wieder haben willst, aber... Warum lehnst du mich auf? Du bist nur eine Hülle! All die Mühen, dich herzulocken, haben sich wirklich gelohnt. Du bist unglaublich. Was ist dein Plan? Unglaublich den Bach runtergehen! Yeah! Nee, du alter Ekelfisch. Du zwingst mich nicht in die Knie. Mich? Das war auch dein Dunkel zu sein? Geht das? Deine Zeit ist gekommen. Ich kreierte die Welt im Innern des Megamyzelten, um meine geliebte Tochter wiederzuerhalten. Aber wie viele Höhlen ich auch erschuf, keine vermochte ihr Leben einzuhauchen. Das ist der Grund, weshalb du es sein musst. Du bist die Einzige, die sie mir zurückbringen kann. Was es auch kostet, was ich auch tun muss, ich werde meinen Wunsch erfüllen. Wie willst du deine Tochter denn bitte schreiben? Bist frech? Dann lass mal deine Kräfte sehen. Oh Gott. Au! Schon wieder einen Stockfisch, Stockfisch, Stockfisch. Warum lehnst du mich auf? Weiß ich, ich würde gern leben. Ist das so schwer? Es ist keine Schande, aufzugeben. Ja. Willst du deine Tochter überhaupt wiederbeleben, wenn die nicht im Megamyzelten drin ist? Das alles ist bald vorbei. Was ist denn jetzt? Warte. Dein Ende. Ja, oh, das war... Wo ist er denn? Ah! Oh, ho, ho. Aua. Au, du blöde Ranz. Warum unnötig leiden? Ganz doof, wie lange soll ich das mit der Alten machen? Mach dich bereit. Oh,
Schritte. Übergib dein Leben mir! Elendes kleines Dörr! Verstehst du es noch nicht? Dir ist kein glückliches Ende vergönnt. Sag die verrückte Hexe, die selbst am Ende ist! The sound doesn't work. Der funktioniert nicht. Töte mich. Und du tötest die Einzige, die dich wirklich versteht. Du bist nur eine Hülle. Nein. Du gibst einfach nicht auf. Nur warum? Wie von Ethans Tochter zu erwarten. Die Hartnäckigkeit, mit der du dein Leben verteidigst, macht dich zur perfekten Hülle für meine Eva. Oh. Hab keine Angst. Haben jetzt die Worte von ihr oder von... Ah. Oh Gott, aber... Wo ist sie? Ich hab nichts mehr zum Heilen. Ja, das ist das DLC. Du wirst bittere Tränen vergießen. Na? Ich bin tot. Jetzt bin ich aber... Hab ich noch eine Arznei? Warte mal. Ich hab noch... Eine Arznei habe ich noch. Wo ist die Alte? Oh nein. Was ist denn? Da ist er doch. Komm du, hässlicher Fisch. Au. Du wirst niemals normal sein. Nur ich verstehe, wie besonders du bist. Au, ich will auch nicht normal sein. Normal sein ist langweilig. Wie schon normal sein? Normal sein kann jeder. Ich komme von der Alten aber auch nicht weg. Geh doch nicht immer nach hinten. Lass mich dich doch töten. Du zwingst mich nicht in die Knie. Doch. Du Narren. Das ist dein Unter. Oh, der Vater sitzt da. Oh Gott, ich sehe nichts. Du kannst nicht. Was ist denn? Endlich. Mein Wunsch ist zum Greifen nah. Oh. Rose! Hier drüben! Dad! Ich bin so weit weg. Nimm das. Mach's ihn kalt. Ich mag es, wie die Augen sitzen. Verlass dich drauf. Kehre zu mir zurück und gib mir deine Macht. Hami, Hami, Hami! Welch eine Macht! Du wärst wirklich die perfekte Hölle für meine Eva gewesen. Ich bin keine Scheißhölle. Ich bin nicht irgendeine Kopie. Ich bin ich, Rose. Und du bist erledigt. Bin dann mal wieder weg. Hey, Süße. Oh Gott. Du bist so groß geworden. Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht.
Aber ich konnte dich nicht beschützen. Du hast mich doch beschützt. Die ganze Zeit. Nein. Diesmal nicht. Das war deine Chance. Tut mir leid. Nein. Das war meine Entscheidung. Und ich bereue sie kein bisschen. Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können. Dir in die Augen sehen. Also keine Sorge. Es ist okay. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Hab dich lieb, Rose. Ich dich auch, Dad. Man sieht zwar gerade nicht meine Kamera, aber ich habe voll die Tränen in den Augen. Ich bin zurück. Doch, kann man. Wenn du das Spiel, das Originalspiel in Third Person spielst, also in der Ansicht von Rose, dann kannst du das sehen. Kommt doch irgendwas? Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Ist das jetzt das Ende von dem Originalspiel oder haben die ein extra Ending gemacht? Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Ja, ist das Originalende. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Ein Kind, das sie mega mit Cheaten gekillt hat. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Ach, guck mal, diesmal hast du da hinten... Guck mal, da hinten läuft einer. Seht ihr den? Und ich glaube, dass sie anhalten und den mitnehmen.
Diese, die halten nämlich jetzt an und nehmen den mit. Das sieht nämlich aus, als wäre das nämlich Chris. Hey, wir haben es durch. Hat doch länger gedauert. Okay. Ich muss jetzt zugeben, das DLC hat länger gedauert, als ich erwartet habe. Also der Stream hat jetzt 4,5 Stunden drin gehabt. Sagen wir mal 3 Stunden 40 habe ich jetzt gebraucht. Und ich muss zugeben, das war sehr cool. Also für mich einer der schönsten und traurigsten und coolsten DLCs, die ich bis jetzt gespielt habe. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich lasse gleich das Intro noch mal ein bisschen durchlaufen. Outro. Lasst doch gerne Follow da. Wir sehen uns dann im Stream.